Und auf all die verdammten Säufer, die jedes Wochenende freiwillig in der Leichenhalle enden. Da geht's raus. Aber ich bin hier noch nicht fertig. Und auf den Irren von letzter Woche, der mit seiner AK-47 auf den Glockenturm geklettert ist. Tja, dank dem hatten wir die ganze Woche zu tun. Oh, und nicht zu vergessen, unser guter Freund Al. Der alte Kerl, der alle im Altersheim vergiftet hat. Wie konnte ich den nur vergessen? Was sollen wir jetzt mit dem Fußspray machen? Raumdeo. Das Raumdeo, mit dem Sally den Fußgeruch aus dem Wohnzimmer vertreibt. Okay. Was sollen wir damit machen? Ich glaube, das Eis einparfümieren bringt auch nichts. Sieht hart wie Diamant aus. Da passe ich lieber. Ah, hat keinen Sinn. Matt hat überall Panzerglas eingebaut. Panzerglas. Da muss ich schon mit fortgeschrittenen Einbruchskills ran. Ernsthaft? Was soll das Deo bringen? Eher nicht. Ja, was soll das Deo denn bringen? Mit der Mikrowelle? Eher nicht. Das macht keinen Sinn. Ja, Feuer schon, aber wo denn? Der Ofen ist doch kaputt, oder? Mit dem Ofen habe ich nichts zu schaffen. Der ist doch kaputt seit dem ersten Tag. Ach, du meinst mit den Streichhölzern kombinieren. Das wollte ich schon immer mal machen. Das lief nicht so gut. Der Xela macht immer nur schlechte Vorschläge, wie man sieht. Völlig nach hinten losgegangen. Das hätte keinen Sinn. Wenn ich schon was hochjage, dann nur mit Sinn und Verstand. T-Shirts. Das macht keinen Sinn. Was würde denn jetzt hier Sinn machen? Es gibt keinen Grund, das zu machen. Kaputtes Raumdeo. Da strömt scheinbar Gas aus. Ja. Aber die Streichhölzer will er ja nicht nehmen. Das hätte keinen Sinn. Wenn ich schon was hochjage, dann nur mit Sinn und Verstand. Da strömt jetzt Gas aus. Nicht wahrscheinlich. Es gibt keinen Grund, das zu machen. Als brennbares Material? Lieber nicht. Fettiges Papier? Hey, da mache ich doch alles dreckig. Warum will er das überhaupt machen? Will der jetzt auftauen? Der wird dadurch nicht lebendig. Girlanden als Zündschnur? Das muss ich nicht aufhübschen. Den Matt könnte man aufhübschen. Das muss ich nicht aufhübschen. Richter? Ich weiß es nicht. Nein. Was könnte man denn hier noch dran machen? Mit dem Ofen habe ich nichts zu schaffen. Aufheben?
Kann man das jetzt irgendwie umbauen? Bist du irre? Ich will nicht, dass mir das Ding im Gesicht explodiert. Ein bisschen irre bin ich schon. Nein. Vergiss es. Nein. Wir probieren jetzt durch. Keine Ahnung, wo man das Ding noch hinpacken kann. Nein. Was gibt's denn hier noch? Ich habe eine Idee. Die Schublade aufsprengen. Jetzt die Frage, wie zünden wir das an? Einfach nur so wäre ein bisschen blöd. Tatsache, es geht. Was zur Hölle war das? Oh, nichts. Nur Blähung. Mein Magen war die letzten Tage etwas verstimmt. Großer Gott! Du solltest mal zum Arzt damit gehen. Ich weiß. Tut mir leid. Schon okay, sei einfach still. Zwing uns nicht, dich an die Leiche deines Freundes zu ketten. Wäre das nicht etwas grausam, Alter? Hey, schon verstanden. Ich bin ganz ruhig, versprochen. Fuck! All der Ärger für eine blöde Gabel? Gott, ich hoffe, die wird wenigstens noch mal nützlich. Der hat gerade eine Gabel volle Kanne in den Kopf gerammt bekommen. Wirklich so viel Arbeit für eine Gabel. Der hätte zu Hause eine Gabel holen können. Eine Gabel. Hat er keine Gabeln zu Hause? Also echt, ey, so ein Aufwand für nichts. Auf all die armen Bastarde, die den Januar durch Selbstmord zum besten aller Monate machen. Lieber nicht. Ernsthaft, immer noch nicht? Und auf all die verdammten... Oh, warte, wir brauchen die Gabel. Ach so, ich sehe schon. Hier, guck mal, das Ding ist... Das muss ich doch nicht aufgabeln. Das Ding ist jetzt ein bisschen angebrochen. Da können wir jetzt bestimmt... Der ist schon spröde und ich will ihn nicht kaputt machen. Wie, du willst ihn nicht kaputt machen? Jetzt ist ein kleiner Riss drin. Wie, du willst ihn nicht kaputt machen? Ich dachte, wir wollen den kaputt machen. Ich weiß immer noch nicht, warum und wofür, aber ich dachte, wir wollen den kaputt machen. Echt verwirrend. Was will der jetzt damit machen? Das muss ich nicht aufhübschen. Kühlschrank, kann man den aufmachen oder so? Den fasse ich lieber nicht an. Sieht etwas lockerer aus, aber ich krieg ihn noch nicht ab. Ja. Es gibt keinen. Wieso gibt's dafür keinen Grund? Also Gabel ging nicht. Hammer würde ihn kaputt machen. Lichtschwert geht nicht. Teleskopente, Tatsache. Okay. Spitze von Stalaktiten. Sieht ein bisschen aus wie so ein Verkehrshut. Kann man das kombinieren? Nein. Aber was sollen wir mit dem machen, ist die Frage. Die Spitze des Tropfsteins sieht hart wie Diamant aus. Können wir jetzt wirklich die Scheibe damit einschlagen? Oh nein, wirklich? Ah. Ich hatte wohl Unrecht. Siehst du, man kann es doch von innen öffnen. Oh! Jay und Silent Bob? Was machen die denn hier? Das sind bestimmt Cosplayer, oder? Der Typ kommt mir bekannt vor. Der Fettsack da kommt mir bekannt vor.
Hi. Was zum Geier soll das denn heißen? Hallo? Wir kennen dich nicht mal, Kumpel. Also verpiss dich. Hey, was ist denn dein Problem, Alter? Ich hab doch nur Hi gesagt. Oh, mein Fehler. Manchmal kriege ich mich nicht ein. Ich bin Jay und das ist mein Hetero-Lebenspartner Silent Bob. Nette Verkleidung. Habt euch richtig in die Charaktere versetzt, was? Verkleidung? Wovon zur Hölle redest du? Egal, also, wieso seid ihr gar nicht auf der Sci-Fi-Convention? Das war eigentlich der Plan, Mann, dass wir auf diese scheiß verfickte Nerd-Convention gehen. Aber dann ist uns aufgefallen, dass das ja voll die scheiß Schwanzparade sein muss. Wir stehen auf Muschis. Ich meine, Weiber. Verstehe. Na dann, ich will auch gar nicht eure Zeit mit meinem Scheiß verschwenden. Sehen uns. Klar, Alter, sehen uns, Mann. Snoogens. Was? Was? Hab nichts gesagt, Mann. Okay. Okay. Ich bleib lieber auf Abstand. Ich hab keine Lust, dem Kerl zu begegnen, wenn er seinen Schwanz zwischen die Beine geklemmt hat. Und ich fürchte, darauf würde es hinauslaufen. Also, ich glaube, heutzutage gibt's auf diesen Conventions doch relativ viele Frauen. Vor allem Cosplayerin. Entschuldigung, wohin soll's gehen? Ich, gehe da rein. Ausweis oder sonstige Papiere? Oh, bitte. Was glauben Sie, wen Sie vor sich haben? Dreckchen Wookie? Wenn Sie ein Android wären, hätte ich Ihnen schon beide Arme ausgerissen, wissen Sie? Oh, sicher. Wie in dieser Serie, was? Ja, wirklich sehr clever. Was für eine Serie? Murray, ich rede hier von echtem Kino. Ich spreche von dem, was man allgemein die Saga nennt. Ich rede vom guten alten Han, der wunderschönen Leia und dem Todesstern. Ich kann einfach nicht glauben, dass sie nicht wissen, wovon ich rede. Star Trek, was? Oder? Junge, hast du dir den Kopf gestoßen oder so? Ich bin ein echt großer Science-Fiction-Fan. Star Trek. Und Trek Wars hat es nie auf die große Leinwand geschafft. Trek Wars? Was zur Hölle soll das sein? Hey! Etwas mehr Respekt. Hier ist eine ganze Region von Trek Wars Anhängern, die wirklich wütend würden, wenn sie das gehört hätten. Aber wovon reden Sie? Meinen Sie Captain Kirk und die USS Enterprise? Was? Ist das dein Ernst? Das Schiff heißt Millennium Enterprise und der Name des Captains ist Luke Spockwalker. Er hat das Kommando, seit Lando Kirk Christian es ihm übergeben hat. Na toll. Ich habe die berühmteste Science-Fiction-Saga der Welt zerstört? Mann, das ist echt ätzend. Ich hasse diesen verfickten Ring. Der bringt nichts als Unheil. Ist der aus Harry und der Herr von Narnia? Mann, ich liebe diesen Hobbit-Zauberer. Die Abenteuer, die er mit dem feigen Löwen und dem Blechmann erlebt, sind klasse. Endlich etwas Gerechtigkeit. Kann ja nicht alles furchtbar sein. Also, was war jetzt mit einem Ausweis? Mal sehen, Sekunde. Oh Gott. Ich habe eine Menge Kram in meinen Taschen. Trek Wars. Ausweis, wir haben einen Lieferschein. Hier, ich muss dieses Päckchen abliefern. Hier ist der Schein. Das beweist noch gar nichts. Die Adresse hast du doch sicher selbst geschrieben. Könnte sein, zugegeben, aber so war's nicht. Sie sind sehr misstrauisch, Murray. Wenn das mit uns beiden je was werden soll, müssen Sie mir schon vertrauen. Ich kenne dich nicht mal. Oh, das reicht jetzt aber. Können Sie lesen? Haben Sie das in der Schule gelernt? Dann lesen Sie das hier. Na, du arbeitest also für Emerson Express. Okay, sieht alles in Ordnung aus. Dann mal rein mit dir. Wurde auch Zeit. Gott, ich hätte mich schon vor Stunden einfach reinschleichen können, aber ich plaudere einfach so gern mit Ihnen. Komm schon, geh einfach rein. Ach was. Mortimer. Der Hotdog-Verkäufer. Glavgalasch. Und Supernerd. Oh Gott. Ich bin sicher, der Typ hält sich eigentlich für den letzten Sohn Kryptons. Stiller Nerd. Das ist Gordon Freeman. Oh, ich rede nie mit diesen Leuten aus. Es muss unbedingt sein. Und das sehe ich nicht passieren. Der macht keine großen Worte. Oh, ich rede nie mit diesen Leuten aus. Es muss unbedingt sein. Und das sehe ich nicht passieren. Ein einfacher Hotdog-Verkäufer. Nichts Besonderes.
Hey, hey! Ah, wie kann ich helfen? Verkaufst du noch irgendwas außer Hotdogs? Nein, tut mir leid. Ich hatte auch Krabbensaft, aber der ist alle. Ah, Mist. Glavgalasch. Ich weiß, alle Arschlochkinder trinken das heutzutage und ich habe einfach keinen mehr. Ist echt eine Schande. Na dann, man sieht sich, denke ich. Denke ich auch. Ist das da ein Kaffee? Sieht aus wie ganz normaler Kaffee. Jetzt schnapp ich mir. Hey, Kleiner, Finger weg von meinem Kaffee! Ach, komm schon. Ich wollte nur einen kleinen Schluck. Von meinem Scheißkaffee? Du spielst wohl. Hau ab! Scheißkaffee? Ich kenne Eiskaffee. Was ist Scheißkaffee? Die ganzen Bücher interessieren mich nicht. Mir ist gerade nicht danach. Mortimer! Ich glaube, das ist Mortimer. Ja, das könnte er sein. Ich glaub's nicht. Bist du das, Morty? Ist das ein Kostüm oder siehst du einfach so aus? Bezahlst du eigentlich irgendwann mal deinen Teil der Miete? Was? Ich weiß, Morty, du liebst teures Spielzeug. Immerhin unterschreibe ich ja jedes Paket, das du bekommst. Also zwing mich nicht, drastische Maßnahmen zu ergreifen. Verdammt! Der Bastard ist einfach zu schlagfertig. Weißt du, ich glaube, es war ein großer Fehler von dir, dein Zimmer unbeaufsichtigt zu lassen. Nur mal so. Mein Wasser ist alle. In der nächsten Pause hole ich mir ein neues. Hat keinen Sinn. Achso, das war's schon. Ich dachte, das wird noch eine größere Unterhaltung. Mel's Geratte, das ist Mel! Das Zeug ist sein Gewicht in Gold wert. Wenn man eine Pfandleihe betreibt, muss man so aussehen. Guten Morgen! Was gibt's? Suchst du was Bestimmtes? Nicht wirklich. Dann hör auf, meine Zeit zu verschwenden, Kleiner. Als wenn sich mit dieser Freakshow rumärgern nicht schon genug wäre. Du bist also noch dick im Geschäft und suchst nach interessanten Sachen? Klar doch. Aber heute bin ich nur für das Geek-Zeugs hier. Weißt schon, Shirts, Comics, Miniaturen, Actionfiguren und alles. Ey, die haben doch Shirts. Also, hast du kein Interesse an einem Teleskop-Entenbügel? Mit diesem Baby ist nichts mehr außerhalb deiner Reichweite. Ich hatte gerade ein Déjà-vu. Und nein, kein Interesse. Heute geht es nur um Merchandise. Wir haben T-Shirts. Ja, ich bin auch kein großer Fan der Szene. Warum bist du dann hier? Arbeit. Willkommen im Club. Was muss, das muss und so. Bla, bla. Ja, außer ich hab einen Kater. Dann steht Ausschlafen ganz oben auf meiner Liste. Aber heute musste ich hier sein. Geht um Leben und Tod. Mir war einfach nur langweilig. Hätte nie gedacht, dich hier zu sehen. Glaub mir, ich auch nicht. Aber mein Schwager hat gesagt, es wäre eine gute Gelegenheit, meinen Horizont zu erweitern. Neue Kontakte knüpfen, kennst du das ja. Mir war langweilig, also bin ich hergekommen. Aber alles, was ich hier sehe, ist eine Bande Nerds, die nichts kaufen oder verkaufen. Ja, ihre Mütter haben ihnen wahrscheinlich gerade genug Taschengeld für ein oder zwei Actionfiguren gegeben. Gemein. Da musst du wohl mit klarkommen. Ja, ich verstehe das schon. Aber ich hoffe, die Leute kaufen bald irgendwas. Es wird spät und ich fange an, die Geduld zu verlieren und das macht mich nervös. Und wenn ich nervös werde, fange ich an, Mercury-Cola zu trinken. Und wenn ich Mercury-Cola trinke, passieren Dinge. Also konnte er seine Cola doch noch retten, ich ja? Ich hoffe, ich bin noch da, wenn das passiert. Tja, dann, ich werde mal weiter. Gut, bin ich eigentlich froh, dass er es geschafft hat, sie zu retten. Die sah ganz teuer aus. Sowas will doch keiner. Okay. Was gibt's denn hier? Mel's Giraffe, Mel's Giraffe. Kuchen. Die Kuchen kenne ich doch von irgendwoher. Kein Hunger. Wie jetzt? Mir ist gerade nicht nach Schokolade. Was? Anti-Establishment-Nerd. Was hat Travis mit Sci-Fi zu tun? Oh, ich rede nie mit diesen Leuten aus. Es muss unbedingt sein. Und das sehe ich nicht passieren. Jo. Das ist natürlich Samuel L. Jackson. Aus Pulp Fiction. Richtig harter Kerl, jawoll.
Oh, ich rede nie mit diesen Leuten aus. Es muss unbedingt sein. Und das sehe ich nicht passieren. Wer ist das hier? Der irre Nerd. Das Outfit sagt mir was. Ich habe das schon mal irgendwo gesehen. Aber wer, was genau ist das? Der hier. Ich bin sicher, der schläft sogar in dem Aufzug. Oh, ich rede nie mit diesen Leuten. Bin mir nicht ganz sicher. Wenn ihr wisst, wer das ist, also oder welchen Charakter das darstellen soll, könnt ihr ja gerne mal was schreiben. Massiver Metallriese. Hey Randall, komm mal her. Was treibt dich denn her? Sollte ich dich nicht umlegen, wenn ich dich je auf einer dieser Conventions sehe? Nein, das war Matt und der ist schon tot. Also... Was ist mit deinem Finger passiert? Er ist durch die Scheibe gesprungen. Was ist mit deinem Finger passiert? Tja, das war ein kleiner Unfall. Hast du ihn dir abgeschnitten? In etwa, ja. Aber der Doc hat ihn wieder angenäht bekommen. Ach Mann, das war deine Chance, mal den Roboterfinger zu tragen, den Matt dir zum Geburtstag geschenkt hat. Zunächst mal, das war nicht mein Geburtstag, sondern die Beerdigung meines Cousins. Oh. Zweitens, er hat ihn mir nicht geschenkt, er hat ihn mir an den Kopf geworfen, als ich die Grabrede gehalten habe. Und drittens, das war kein Roboterfinger, sondern ein Chicken Stick. Oh, echt? Tut mir leid, mein Gedächtnis ist nicht mehr das, was es mal war. Tja, wie geht's? Naja, hab nicht viel verkauft. Aber die Atmosphäre ist gut. Ja, man kann kaum einen Meter gehen. Überall heiße Schnecken. Ja, ich weiß, es sind nicht viele Mädchen da, aber wenn sich doch mal einer an meinen Stand verirrt, habe ich einen kleinen Trick, um ihr die Knie weich zu machen. Große Worte. Glaubst jetzt du will ich wissen. Die Klauen. Heilige Scheiße, großer Gott. Glaubst du wirklich, damit kriegst du eine rum? Natürlich. Ich habe sie aus einer Legierung gefertigt, die ich Adamantium genannt habe. Oh, der Name ist also von dir, ja? Mann, da ist die Inspiration ja so richtig mit dir durchgegangen. Yep, ich weiß nicht warum, es überkam mich einfach. Tja, dann, wenn das der Plan ist, schrei doch einfach zerstören, wenn du sie ausfährst. Sichere Sache. Hey, das gefällt mir. Es ist voll abgefuckt, dass dieses Paralleluniversum halt völlig andere Shows hat. Aber dann doch irgendwie wieder ähnliche. Wie viel für den hässlichen Ring? Mehr als du dir leisten kannst. Das weißt du gar nicht. Randall, ich kenne dich sehr gut. Und glaub mir, der Ring ist weit über deiner Kragenweite. Ich könnte dasselbe über dich und die Schauspielerin von Super Zuckerschnecke sagen. Tiefschlag, Alter, Tiefschlag. Weiß ich, aber egal. Ich bin nicht hier, um über deine Gefühle zu reden. Ich bin geschäftlich hier, also raus damit. Wie viel für den blöden Ring? Eine Menge, Randall. Wir reden hier von einer astronomischen Summe. So groß, dass du nicht mal... Oh, entschuldige, Charlie. Was sagtest du? Wie viel hast du da? Ganz ehrlich? Keine Ahnung. Hab mit zu viel Geld angefangen. Jetzt ist es vielleicht ein bisschen weniger, aber ich gebe dir das ganze Bündel für den Ring. So einfach ist das nicht. Dieser Ring ist vielleicht der wertvollste Gegenstand der ganzen Convention. Ich kann ihn nicht einfach dem erstbesten Typen geben, der mit einem Bündel Geld rumwedelt. Oh, Charlie, wieso bitte, nicht? Ich flehe dich an und du weißt, wie sehr ich flehen hasse. Ich muss diesen Ring kaufen. Das ist sehr wichtig. Ach, armer Randall, du benimmst dich ja, als wenn sonst die Welt untergeht. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Du kannst losgehen und noch mehr Kohle auftreiben, oder? Mich überraschen. Oh, ich könnte dich auf so viele Arten überraschen, aber dann würden die Leute die Cops rufen. Außerdem, wo soll ich denn noch mehr Geld herbekommen? Ich weiß, ich benutze den Namen manchmal, aber ich bin nicht Donald Trump. Es gibt viele Wege, schnell an Geld zu kommen, Randall. Du kannst auf den Strich gehen, was klauen, deinen Körper für medizinische Experimente anbieten. Mach, was du willst. Ja, ach, klingt alles gut. Wir kennen uns nun schon seit Jahren und auch wenn ich dich nie als Freund betrachtet habe, ich würde dir den Ring gerne überlassen. Es ist offensichtlich, dass du verzweifelt bist, auch wenn ich nicht ganz verstehe, warum. Ich verstehe ja selber nicht, warum ich das alles mache. Ist ein schmutziger Job, aber irgendwer muss ihn ja machen. Pass auf, wir machen das so. Besorg mir Geld und der Ring gehört dir. Ich verspreche, ich werde ihn nicht verkaufen, bis du mehr Asche aufgetrieben hast. Wenn du bis Sonnenuntergang nicht hier bist und ich ein gutes Angebot bekomme, muss ich ihn verkaufen. Deal? Deal. Warte einfach hier, ich besorg mehr Geld und wenn ich dafür Nonnen ausrauben muss. Ja.
Ich hab dich letzte Nacht im Claytons gesehen. Oh, ja. Naja. Ich war da, meine Sorgen ertränken. Was ist los? Hast du rausgefunden, dass deine Internetfreundin ein Kerl ist? Nein, Alter. Wonder Comics hat Captain Red abgesetzt. Echt? Warum das? Hat sich nicht so gut verkauft in letzter Zeit. Naja, das ist halt so nach über 35 Jahren auf dem Markt. Nein, er ist der größte Comic-Superheld aller Zeiten. Ich bin mit ihm aufgewachsen. Er war immer für mich da, wenn es mir schlecht ging. Außerdem, jetzt wo Super Zuckerschnecke sein Sidekick ist, machen sie grandiose Team-Ups. Okay, Charlie, jetzt mach dich nicht nass. Ich versteh's. Die Welt braucht einen Captain Red. Stimmt, er ist der, der im Tutorial besoffen dargelegen hat, auf dem Tisch, den man nicht anquatschen konnte. Im Claytons, im Tutorial. Wie hat er nochmal seine Superkräfte bekommen? Oh, das ist eine faszinierende Geschichte. Sein Name war Tim Willer. Er war ein normaler Junge, der Paintball liebte. Er war nicht besonders gut und hatte keine vernünftige Ausrüstung, aber er hat nie aufgegeben. Also war ein Loser. Er war nicht so rote Farbe. Er ist etwas schwach für sein Alter und er hatte immer einen gelben Trainingsanzug an, statt Tarnklamotten. Klar, dass sich die anderen über ihn lustig gemacht haben. Eines Tages, als er genug davon hatte, ständig nur verarscht zu werden, entschloss er sich, die Kapitänsuniform seines Vaters zu tragen. Unglücklicherweise entging ihm, dass es eine Paradeuniform war mit Hut und Abzeichen und so. Oh mein Gott! Was für ein großer, fetter Loser. Das Match fand in einem verlassenen Industriepark statt, aus dem man einen Umschlagplatz für radioaktiven Abfall gemacht hatte. Nee, was? Angespornt durch die Uniform trat Tim Willer in den Kampf voller Adrenalin. Doch noch immer vergebens. Sie lachten ihn noch schlimmer aus als je zuvor. Tim war drauf und dran, mit gleicher Münze zu antworten, aber bevor er etwas sagen konnte, prasselte ein Hagelsturm von Kugeln auf ihn ein. Nach und nach färbte sich seine Uniform rot, von unten bis oben. Nur sein Hut blieb verschont, denn der erste Paintball riss ihn von seinem Kopf. Während er beschossen wurde, stellte er mit Bedauern fest, dass selbst seine eigenen Kameraden auf ihn angelegt hatten. Als es endlich aufhörte und alle Tim umringten, während er sich unter Schmerzen wand, setzten sie ihm seinen Hut wieder auf, noch immer gnadenlos lachend. Dann packten sie ihn und stopften ihn in ein altes Fass für radioaktiven Müll, das sie prompt einen Hügel hinunterwarfen. Was sie nicht erwarteten, war, dass das Fass explodierte und den ultimativen Rächer hervorbrachte. Einen Rächer, der nun bereit war, die Scheiße aus ihnen rauszuprügeln. Unglaublich. Der junge Tim Willer existierte nicht mehr. Captain Red wurde geboren. Mit seinen übermenschlichen Kräften, seiner nun radioaktiven Paintball-Knarre und dazu verdammt die Uniform bis in alle Ewigkeit zu tragen, beschützte er seitdem die Gerechten und bestrafte die Grausamen. Wobei er manchmal etwas über die Stränge schlug. Cool. Kann ich mir den Comic mal ausleihen? Captain Red, Ausgabe 1? Keine Chance. Ich bewahre es in einem geheimen Tresor auf. Also was ich sagen wollte, Captain Red und der Bob, der den Hydranten anmalt, hat rote Farbe. Das wird bestimmt noch relevant. Der soll der Freund von Super Zuckerschnecke sein? Niemals. Naja, sie arbeiten zusammen. Was für ein Loser. Wie alt ist Super Zuckerschnecke eigentlich mittlerweile? Ist das wichtig? Ja, also ich bin mir gerade nicht mal sicher, ob sie noch in ihren 40ern ist. Deine Meinung. In dem Unterwäschekatalog von 1972 wird Super Zuckerschnecke als Frau ihrer Zeit beschrieben. Und um ehrlich zu sein, wenn man sich auf den Stil konzentriert, sieht man das auch. Trotzdem, selbst du kannst nicht leugnen, dass sie immer noch total heiß aussieht. Ja, das stimmt schon, aber das liegt vielleicht daran, dass sie eine Zeichnung ist. Was meinst du damit? Super Zuckerschnecke hat immer noch Oberwasser. Aber... Captain Red? Was genau ist das Problem mit Captain Red? Naja, wie gesagt, mit ihm wird einfach nicht mehr so viel Geld gemacht wie früher. Ja, aber das ist doch normal. Zeit vergeht und die Leute haben es satt, dasselbe immer und immer wieder zu sehen. Das soll normal sein? Captain Red ist auf seinem Zenit. Er ist in einer beinahe festen Beziehung mit Super Zuckerschnecke und sein Erzfeind Moose Man ist fast besiegt. Für immer. Moose Man? Moose Man? Du meinst den Typen, der Schokomus aus seinen Händen schießt? Meine Fresse, Charlie. Sogar seine Feinde sind lahm. Hey, ganz vorsichtig. Das ist meine Lieblingssaga, von der du da redest. Wähle deine Worte weise und denk an meine ausfahrbaren Klauen.
Oha, ja. Würde die nie vergessen. Okay. Ach, da ist ja der Ring, ja, ne? Komm, wir nehmen ihn einfach mal. Den kann ich nicht einfach so nehmen. Charlie würde mir mit seinen verdammten Klauen die Finger amputieren. Schade. Das ist mein verdammter Ring. Den muss ich unbedingt wieder haben. Dein Ring, ja? Den hast du geklaut von Matt. Da sind sicher ganz tolle Sachen drin. Aber ich will's nicht riskieren. Die würde ich erst benutzen, wenn es wirklich gar nicht mehr anders geht. Notausgang. Schild, Schild. Comics. Eier. Eier. Ach, das ist hier von Alien, oder? Wo dann diese Facehugger rauskommen. Alien-Eier? Hoffe, die sind nur Deko. Nö, die sind echt. Die nehme ich nicht mit. Könnte gefährlich sein. Und mit Perwoll gewaschen. Was stimmt bloß mit diesen Leuten nicht? Ich hätte da vielleicht was für dich. Vergiss es. Schade. Ich wollte gegen ihn kämpfen. Bei dir vielleicht? Ah. Vergiss es. Vergiss es. Na gut. Na gut. Wir müssen Kohle beschaffen. Wir waren noch nicht beim Psychiater. Wir müssen bestimmt noch irgendwas beim Bob machen mit der Farbe. Und wir müssen Kohle beschaffen. Das sollte mich mal mit Rufus unterhalten. Genau. Die sehen gefährlich aus. Die nehme ich mit. So. Die haben gesagt, beim Clayton ist einer gestorben. Ist der. Ist der Pfarrer dort jetzt tot oder was? Nein, der lebt noch. Oh, Gott sei Dank. Ich hab schon Angst gemacht. Aber hier ist was. Kreide. Pater Roy hat heute seine eigene Kreide dabei. Könnte irgendwann nützlich werden. Pater Roys Kreide. Ihm die wegzunehmen wäre so schwierig, wie einen Mogwai zum Fasten zu bringen. Ich muss ihn irgendwie ablenken. Ablenken. Es sollte wohl klar geworden sein, dass Pater Roy nicht der gesprächigste ist. Ich könnte ja wieder ein Getränk machen. Die sieht heute sogar noch wieder ein bisschen besser aus, oder? Die wird jeden Tag ein bisschen hübscher, kann das sein? Liegt's an mir oder wird Elaine mit zunehmendem Alter immer besser, so wie guter Wein? Interessant, hä? Hey Elaine, wie läuft's? Ach, weißt ja, immer beschäftigt. Hätte nie gedacht, dass ich das mal sage, aber in der Sekunde, in der ich dich heute gesehen habe, dachte ich mir, ich rede mal etwas mit Elaine. Du weißt, dass ich echt gern mit dir rede, aber du hast mich gerade in einem ungünstigen Moment erwischt. Ach komm schon, Elaine. Was ist mit der nervigen Kellnerin passiert, die ich so schätze? Die immer mit mir reden wollte. Weiß auch nicht. Du weißt es nicht? Was ist denn das für eine Antwort? Was soll ich denn sagen? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Echt jetzt, Randall? Du sagst die ganze Zeit furchtbare Dinge zu mir und das ohne besonderen Anlass. Aber das ist doch nur Spaß und ich habe dich den ganzen Tag noch nicht beleidigt, oder? Tatsächlich siehst du besser aus als je zuvor. Danke, Randall. Aber heute möchte ich irgendwie wirklich nicht mit dir reden. Okay, ist ja gut. Jeder hat mal einen schlechten Tag. Naja, wir sehen uns. Wie hübscher sie wird, desto eingebildeter wird sie auch, ja? Okay, ich lass dich mal weitermachen, Elaine. Am Ende redet sie gar nicht mehr mit ihm. So, was gibt's hier? Immer noch nichts, ne? Wir bräuchten eine Münze für den Kondomautomaten, aber ich wüsste ehrlich gesagt auch nicht, wofür wir die Kondome brauchen. Weil ich glaube, der Randall kriegt einfach nichts zum naja, wo man Kondome braucht. Der findet keine Damen. Also dann. Also dann gehen wir mal zum Psychiater. Was auch immer das bringen soll, keine Ahnung, aber jetzt ist der offen. Mal rein. Okay, also ich nehme mal Charlies Rat an. Ich brauche die Meinung eines Seelenklempners. Vielleicht kann ich durch den die Situation aus einem anderen Blickwinkel betrachten. Oder er kann mir sogar beweisen, dass nichts hiervon echt ist und dass das alles nur in meinem Kopf passiert.
Genau.